Sie steht ständig im Rampenlicht. Marta Vieira da Silva, kurz Marta, fünfmalige Weltfußballerin des Jahres und das Aushängeschild der weiblichen Seleção. Pelé im Rock, wie sie in ihrer Heimat genannt wird, verkörpert Technik, Dynamik und Spielintelligenz des modernen Frauenfußballs. Für die brasilianische Mannschaft ist Marta unersetzlich. Ich habe den meisten aus unserem Team voraus, schon im Ausland gespielt zu haben. Ich habe dort viele Erfahrungen gesammelt. Das macht mich sicherlich so wertvoll für das Team. Die schillernde Figur war sie auch bei der WM 2007 in China. Mit 7 Treffern wurde sie dort Torschützenkönigin des Turniers. Im Finale verschoss sie jedoch einen Elfmeter und wurde letztendlich mit Brasilien nur Zweite. Ebenso bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008. In Deutschland wird der 1,62 Meter kleine Wirbelwind nun zuschlagen. Für Marta selbst ist es sicherlich eine sehr wichtige WM. Sie ist bereits mehrmalige Weltfußballerin. Der Titel aber fehlt ihr noch in ihrer Vitrine. Mit 51 Treffern in 53 Spielen ist Marta die Schlüsselspielerin im Team und bekommt zweifelsohne die meiste Aufmerksamkeit. Jede andere Mannschaft hätte gerne eine solche Spielerin in ihren Reihen. Ich bin froh darüber, dass Marta bei mir spielt. Allerdings besteht Brasilien aus mehr Spielerinnen als nur aus Marta. Ihren Verein hat Marta in der US-amerikanischen Profiliga in New York. Dort verdient sie mit dem Fußball und ihrer Popularität knapp 280.000 Euro pro Saison. In ihrer Heimat wäre das undenkbar. In Brasilien fehlen die Strukturen, Investitionen, das Interesse der Clubs. Wir haben nicht den gleichen Arbeitsmarkt wie die Männer. Der Weltmeistertitel wäre zumindest ein erster Schritt, daran etwas zu ändern. Der Weg beginnt für Brasilien am Mittwoch gegen Australien.